Hallo und herzlich willkommen aus dem schönsten Web-Videostudio der Welt. Ist noch nicht fertig, okay? Ihr habt es euch gewünscht, relativ... Geh mal weg, Alter, was ist dein scheiß Problem? Ihr habt es euch gewünscht, wir gucken uns wieder Teleshopping-Werbung an. Mit dabei ein Mann, der eigentlich schon längst tot sein sollte. Ja! Horst Fuchs. Das bist du. Guck mal, willst du mal wissen, dass ich heute sehr blau. Warum können wir nebeneinander stehen in dieser Zeit? Nico und ich, wir wohnen zusammen. Er ist meine einzige Kontaktperson neben meiner Freundin. Ah ja, wir schauen wieder, was die Redaktion uns rausgesucht hat. Haut mal ein Like raus, Leute! Guck mal, was wir gefunden haben! Abo-Button, mir egal! Den gibt's da hinten im Sonderangebot. Können wir mal gucken. Das ist der World Greatest Pot. So einfach, jeder wird ihn lieben. mach ihn. Wir sehen, da sitzen gerade 100.000 Leute und die wollen diesen Gag machen. Komm raus, komm, komm. Der sieht aus wie Waldo, Alter! Hä? Den meine ich nicht. Der Pottwitz, dass man scheißt. Nee, den World's Greatest Pott habe ich heute Morgen nach dem Kaffee in die Toilette gekackt. Dankeschön. Hallo, liebe Jury des Grimme-Preises. Wir sind's. Webvideo. Die zukünftigen Grimme-Preisträger. Kannst du ein bisschen Titten zeigen mit dem Bild? Nein, das... Das wird wieder so eine Scheiße. Ich bin so traurig. Das sieht aus wie 99% der Standard-Skill-Thumbnails. Nee, Standard-Skill-Thumbnails sind so. Leute, das ist alles schon dicht neben mir! Jeder kennt das. Man hält das Sieb in der einen Hand und schüttet mit der anderen Hand heißes Wasser ab. Hä? Kennen Sie das? Ich finde, die Frage ist sehr prominent im Bild. Ist mir jetzt noch nicht so oft passiert, dass ich mir fucking heißes Wasser über die Hand kippe. Lüg dich nicht an. Ich sehe im ersten Frame. Der Try war kacke, Alter. Das ist einfach geintet. Das ist, wenn du beim Kochen feedest, Alter. Warum sehe ich das bei Genius TV? Das ist gar nicht so Genius. Oh, ein Wortspiel. Grimme-Preis! So, ich bin gespannt, ob die uns jetzt eine Lösung für dieses Problem präsentieren können. Ja! Mit ihrem super Produkt. Das ist der beste Topf. Wow! Was? Das kostet 20 Cent? Ja, aber du hast 30 Tage Geld zurück. Nee, Moment, beim Anruf nicht. Und dann, wie lange rufe ich da an, um das zu bestellen? Die ist kostenfrei aus Deutschland. Pah! Opferschweizer. Österreich. Philipp macht er die Schweizer Flagge. Ja, durch. Philipp, mach mal die... Ob Sie Dumplings kochen möchten, chinesische Dimsum oder Gyoza. Die chinesischen Dimsums, ne? Und die chinesischen Gyozas. Ich weiß, die meinen das nicht chinesisch, aber die haben Chinesisch vor. Chinesisch? Chinesische Mauerken, ja. Wusstest du, dass die nicht Chinesisch... Oh, jetzt wird's gerade ein bisschen... Okay, weiter. Ja. Zum Kochen von Rigatoni. Oh. Muscheln-Nudeln. Oh. Linguini. Ha! Ah. Warte, ich habe eine Frage. Und Spaghetti geht nicht, ne? Tortellinis geht auch nicht. Das ist ja gar nicht der World Greatest Pot. Das ist der World schmalest, blöde Top-Pot. Werfen Sie diese Knochen nicht weg. Kochen Sie daraus eine leckere Knochenbrühe. Kann ich nur mit dem World Greatest Pot diese Fleischbrühe machen, oder? Gehen wir mal wieder rüber. Geht das? Das ist ein bisschen weit. 1,50 Meter. 1,50 Meter. Ja, das ist so funktioniert das. Weil deine Hand nicht hustet, dann kannst du mich auch anfassen. Wir sind also gleich dumm. Kriege ich jeder zwei für den Preis Man von hält einem. Das Sieb in der einen Hand und schüttet mit der anderen das ist Hand. Das ist ja die Szene. Oh nein, die Nudeln alle! Oh nein, bitte nicht, Alter! Das ist der weltbeste Top. Jede Küche braucht einen. Haben die da irgendwie dieselbe Synchronsprecherin wie für die League of Legends Werbung genommen? Weil die klingt halt original übel gleich. Media Shop. Media Shop riecht doch schon nach Horstfuchs. Haben auch Sie zu Hause einen Hacker, einen Mixer, einen Fleischwolf, eine Reibe, eine Mühle, eine Alfine, einen zum Rühren? Oh, Alter, ich hab davon nichts zu Hause, Alter. Ich hab einen Toaster. Ich hab Hacker. Krieg ich jetzt ein Gerät, was das alles vereint? Ja! Lust mit platzraubenden Küchengeräten, die meistens nur im Schrank verstauben. Wir präsentieren eine absolute Weltpremiere. Tualetto, Alter. Tualetto statt Toiletto, Alter. Mit Twin Power. Twin Power, die erste Super-Container. Doppelkammer-Container. Haben die es nicht geschafft, zwei Container zu bauen? Jetzt ist es so wie einer nur groß. Damit haben sie einen Hacker, einen Mixer, einen Fleischwolf, eine Reibe, eine Mühle, eine Eismaschine, eine zum Rühren, zum Schlagen. Einen Wettersatelliten. Wettersatelliten. Ein Wettersatelliten. Ein Auto. Ein Kind. Ein Gameboy. Ein Cutter. Ah! Passieren, pürieren, alles in nur einem Gerät mit zwei sichelförmigen Messern, so scharf, dass sie gasbetriebene Sekunden zu feinen Staubpulverisieren können. Ach, mach nie mal Steine da rein, Alter. Das ist ein Küchengerät, du ja, beweist aber du brauchst kein Presslufthammer mehr. Du beweist nicht, dass du kochen kannst damit, wenn du da Steine reinmachst. Aber weißt du, nicer dicer, verstehe ich. Aber Dualetto hat noch nicht so den Einsatzzweck gefunden. Hallo und grüß Gott. Ja! Weißt du, ich habe die perfekte Küchenmaschine. Ein wirklich geniales System. Wir haben einen Mixer genommen, daraus zwei gemacht, beide auf den Kopf gestellt, miteinander verbunden und einen Motor draufgegeben. Der Frank
Frankenstein gespielt hast. Der hat zugegeben, dass es einfach kompletter Müll ist, was er gemacht hat. Leute, ich bin auch der Peppi Rüster. Ich habe hier zwei Menschen, die bin ich zusammen. Mann, Alter. Und jetzt können die zusammen pinkeln gehen, Alter. Ich dachte, wir haben Mindestabstand, Alter. Das nennt man Innovation, Alter. Ich hab hier eine Flasche, die nehme ich am Kopf, nehme zwei. Jetzt habe ich eine Twin Power. Diese Maschine schlägt alles, was du kennst. Ich kenne ja zum Beispiel auch Flying Uwe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Peppi Rösler mit seiner Küchenmaschine nicht dahin geht, um den zu schlagen. Verstehst du, weil das? Der hat gesagt, das schlägt alles. Es ist durch einen Zwischendeckel. Wenn der nicht drauf ist, geht gar nichts. So kann ich niemals in die laufenden Messer greifen. Oh. Wie man nimmt! Jetzt habe ich hier eine Taste. Drücken Sie läuft. Drücke ich fest, habe ich den Turbo ganz. Sie läuft schneller. Du hörst schon her mit dieser Sensation. Es ist wieder Fläster leise! Toilettensystem wird das, das hat man doch gerade gesehen, dass es keine Power hat. Das sieht doch raus wie gequirlte Scheiße. Das ist einfach Hack. Das kann ich doch auch mit dem normalen. Warum ist das Aufsteckmotor mit Dualantrieb und das zentrifugale Doppel-8-Schnitt. Doppel-8-Schnittsystem. Nee, ihr habt einfach zwei Kreismesser. Ja. Wo ist denn Doppel-8? Ich sehe eine 8! Wir haben Pferd, ihr habt die auf den Kopf gedreht. Zu Hause in der Mixer. Der Zweikampf! Aufgrund dieser unnötigen Konstruktion, wo es unten ein kleines Messer hast und oben viel Stauraum, bleiben dir die großen Brocken oben liegen und unten wird es verarbeitet. Seit tausenden von Jahren bauen Menschen Mixer so, weil das anscheinend entweder richtig dumm ist oder richtig witzig. Peppi Rösler sagt allerdings, das ist richtig bescheuert. Der dreht sich. Das ist ja ein bisschen so, wie wenn Wasser abläuft. Ja. Ne? Wenn es ganz schnell macht, dann dreht sich das alles nach unten. Ja, aber wenn du zwei Abflüsse hättest, die in einen laufen und die auf den Kopf und dann eine Toilette oben drauf stecken. Naja, das ist Twin Power, ist viel besser. Oh nein, Sie geben ein Vermögen für Anti-Haftpfannen aus. Ja, ein Vermögen, Alter. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe bestimmt schon 15 Euro für Anti-Haftpfannen in meinem Leben ausgegeben. Was hat die mit der Pfanne gemacht? Naja, wenn du mit einer Gabel da ein bisschen versuchst, das ist keine Gabel, die hat da mit dem ganzen Kind reingestochen. Ja, was ist, wenn du mit deinem Kind versuchst, das Essen zu wenden? Und dann sind sie bereits nach kurzer Zeit völlig hinüber. Da! Edelstahlpfannenwender! Da, ich sehe es doch! Machst du es nicht damit? Ich benutze auch einen Edelstahl. Ich esse das Teflon doch gern mit. Ist ja kein Problem. Wenn da kratzen, schrammen und ruinieren die Anti... Was macht die mit dem Ei? Geschirr in den Müll und ihr Geld gleich hinter... Oh! Da kommt aber ein Sondermüllfräulein. Aber damit ist jetzt endgültig Schluss. Aus den Flammen Satans geschmiedet! Dieses von uns entwickelte Kochgeschirr ist eine echte Weltpremiere, denn es weist die Fusion-Keramik-Anti-Haftbeschichtung auf. Das ist doch scheiße, oder? Praktisch unzerstörbar. Der eine reingerotzt! Und schmeckt dir das? Puh, Alter. Tut mir leid, dass ich nicht wenden kann. Danke, Opa. Bleiben Sie dran, denn jetzt zeigen wir Ihnen eine Reihe der extremsten und... Ich glaube, der hat nicht verstanden, wie Ketchup funktioniert. Alter. Die heißen Genius TV. Die haben gerade einfach eine Plastikverpackung von Ketchup und Mayo gebraten. Kannst du mir erklären, was die da machen? Und Hugo, was hast du heute gekocht für die Familie? Plastik! Du hast doch gedacht, du magst den guten Heinz Ketchup. Pass auf, was passiert. Sobald ich den in die Pfanne gebe, beginnt die Magie. Das ist keine Trickaufnahme. Die Flüssigkeit tanzt auf dieser einmaligen Oberfläche. Das ist doch nicht gesund, oder? So wie das Blatt der Lotuspflanze auf natürliche Weise alles abperlen lässt. Also Peppi Rösler saß da und hat sich gedacht, ich mach eine Pfanne, weil ich jetzt in meinem Vorgarten den Lotus-Effekt bei einer Blüte beobachten konnte. Und deswegen habe ich eine Pfanne genommen und die auf den Kopf gedreht. Und eine andere Pfanne genommen. Und dann hat er die Twin Power. Unsere Serafit Fusion nimmst und sie einfach in diese Tomatensauce hier tauchst. Hier rein? Direkt rein. Tomatensauce klebt. Ja, direkt rein. Ja, das ist die Keramikpfanne. Natürlich bleibt das extrem. Wow, die bleibt was ist das? Muss ich nochmal machen. Unfassbar. Oh mein Gott, wer ist das? Hier sieht man, wie sich das Ei bereits von ganz alleine löst. Hm. Ich kann das Ei einfach an... Hä, hör auf damit! Einmal gepustet und das Ei bekommt Flügel. Genau. Der hat ja nur gemacht und nicht... Komm, wir fordern mal wieder unsere 3D- und Trick-Artists raus. Pass mal auf. Einmal gepustet. Oh! Alter, Chef Tuni muss aufpassen, Alter. Mediashop präsentiert Zoom Magix LED. Das einzigartige Vergrößerungsglas mit integriertem LED-Licht. Warte, ich krieg gerade einen Anruf. Iron Man, Tony Stark, deine Technologie wurde gestohlen von Megashop, Mediashop. Helga, kannst du dir das mal aufsetzen und dann scheiße dämlich rumgucken? Oh, Klomo, ich gerne. Artigartige Vergrößerungsglas und von einem Faden ist ab sofort kein Problem mehr. Und das Beste, ihre Hände. Kann das alles im Editing, das abgeschnitten ist? Weil am Anfang ist der Text noch, wenn er aufklappt. Und das Beste. Immer beide Hände frei und dann ihre Hände flapp. Sind da. Willst du mich verarschen? Also selbst bei schlechtem Licht sehen sie dank des integrierten LED. Fett
weggestrahlt von ihren blauen LEDs. Zoomagics LED verwendet dieselbe Technologie wie professionelle Vergrößerungsgläser von Lupen! Die benutzen Lupen! Professionell! Lupe! Gebogenes Glas! Herkömmliche Brillen haben keine Vergrößerung. Aber mit Zoom. Die Frau mit der Brille sieht aus wie der nächste Michael Myers. Zoomagics LED ist perfekt. Guck mal hier, die hatten sogar Geld. Die hatten Geld für Dieter Bohlen. Und Dieter Bohlen baut eine Eisenbahn. In seinem Kopf ist die 160% größer. Das ist quasi eine echte Eisenbahn. Auch das Puzzeln ist dank der Vergrößerung auf 160% kein Problem mehr. Das habe ich nur gesehen, dass das da reinpasst, weil es 160% größer ist. Die sind beide schon längst tot. Und die konnten sich dabei beobachten wegen der Zoom-Lenzen Magic Let's. Wir haben in 160% gesehen, wie sie gestorben sind. Leute, wir haben noch mehr. Aber wir müssen aufhören. Ich kann nicht mehr, Alter. Wenn ihr mehr wollt, dann klickt dieses Video, wie bescheuert. Nehmt einen Daumen nach oben. Dreh den um. Nehmt zwei. Macht Mutter oben drauf. Das war großartig. Das hat viel Spaß gemacht. Tschüss. Get the fuck out.